Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder einen neuen Schnitt von Mia Luna. Diesmal ist es ein einfacher Basic-Schnitt für Männer, das Mr. Raglan-Shirt. Kann man langärmlich oder auch kurzärmlich nähen und je nachdem, wie eure Männer es gerne mögen, kombinieren, einfarbig, uni gestreift, wie auch immer. Eventuell gibt es ja auch ein paar Herren dazwischen, die es doch ein bisschen bunter oder wilder gemixt mögen. Ich lasse mich da gerne von euch überraschen. Ein Raglan-Schnitt ist ziemlich einfach zu nähen, trotzdem glaube ich, dass vielleicht dem einen oder anderen, wahrscheinlich sogar Nähanfänger, es eine kleine Hilfe sein wird, mir einmal dabei zuzugucken. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Für Mr. Raglan schneidest du dir folgende Teile zu. Einmal das Rückenteil im Bruch, das Vorderteil im Bruch und zwei gegengleiche Ärmel. Die liegen jetzt hier noch aufeinander und ich habe die kurzen Ärmel gewählt. Es sind auch lange Ärmel im Schnitt vorhanden und nochmal extra etwas engere Ärmel, die sind auf einem extra Schnittteil eingezeichnet. Einfach deswegen, weil es bestimmt auch Männer gibt, die lieber einen engeren Ärmel wollen. Der kurze Ärmel, der in dem langen Ärmel mit eingezeichnet ist, der ist etwas weiter. Da könnt ihr also wählen. Gut, ich beginne mit dem Vorderteil. Im Prinzip ist es egal, mit welchem Teil ihr beginnt. Ihr könnt auch genauso gut erst einen Ärmel an das Rückenteil nähen, aber ich beginne immer mit dem Vorderteil. So, also zuerst nehme ich mir einen Ärmel und stecke ihn an das Vorderteil. Dazu könnt ihr euch an den Passzeichen, die im Schnittmuster enthalten sind, orientieren. Es sind immer zwei Striche zum Vorderteil und zwei zum Rückenteil und einer zum Rückenteil. Jetzt verspreche ich mich schon. Und als kleine Orientierung, falls ihr euch vergessen habt, die aufzuzeichnen oder wie auch immer, dass der Ärmel ist ja hier, seht ihr ja, da, hier oben ungleich, also eine tiefere und eine höhere Spitze. Und die tiefere kommt immer an das Vorderteil und die höhere nachher an das Rückenteil. So kann man sich das auch merken, das ist bei jedem Raglan-Schnitt gleich. Weil der Halsausschnitt im Nackenbereich natürlich höher ist als vorne. So erklärt sich das Ganze. Also ich stecke mir jetzt hier den Ärmel an, rechts auf rechts natürlich, so sieht das dann gleich aus und weil das auf der anderen Seite genau das gleiche ist, mache ich das gleich mit und nähe die dann beide gleich an. Also hier muss ich dann auf der anderen Seite wieder die kurze Seite vorne haben. Das würdet ihr aber auch merken, wenn ihr versucht die andere Seite anzustecken, wäre die natürlich viel zu lang, weil die an das Rückenteil passt. Ich die beiden Ärmel jetzt eben einmal fix an und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Die beiden Ärmel habe ich jetzt an das Vorderteil genäht, so sieht es jetzt aus. Jetzt kommt das Rückenteil, zuerst an einen der Ärmel, natürlich auch wieder rechts auf rechts. Das sieht dann gleich so aus und zum Schluss, jedenfalls was die vier Raglan-Nähte betrifft, das sind diese Nähte hier, kommt der verbleibende Ärmel noch auf die andere Seite des Rückenteils. Das mache ich mir jetzt dann hier auch, bereite ich mir gleich auch schon vor, dann brauche ich nicht so oft zwischen dem Tisch hier und der Nähmaschine hin und her rennen. Ihr könnt das natürlich einzeln machen, Stück für Stück. Oder ebenso wie ich das hier zeige, auch immer gleich zwei Nähte auf einmal. Je nachdem, wie es euch lieber ist. So, jetzt haben wir hier schon mal den Halsausschnitt. Und hier seht ihr nochmal die gesteckten Nähte, beziehungsweise gesteckten Teile. Noch ist es ja nicht genäht. Ich nähe das eben zusammen und dann sind wir gleich wieder hier. So sieht unser Teil jetzt schon mal aus. Da kann man schon die Shirtform erkennen. Ich arbeite bei Raglan-Shirts immer so, dass ich zuerst die vier Raglan-Nähte mache, dann die Seitennähte schließe, zum Schluss den Halsausschnitt mache, also ein Bündchen einnähe und dann
Säume. Es gibt aber theoretisch auch noch die Möglichkeit, auch praktisch, einige von euch machen das lieber anders, dass man zuerst nur drei der Raglanähte schließt und dann schon das Halsbündchen einarbeitet und zum Schluss die letzte Raglannaht. Ja, gibt auch welche, die das lieber so machen, wollte ich nur einmal erwähnt haben. Ich mache es prinzipiell lieber so, aber wie gesagt, für diejenigen, die es lieber anders machen, die hätten natürlich jetzt dann eine Raglannaht offen lassen müssen und erst das Halsbündchen arbeiten. So, jetzt drehe ich das Ganze um, also ich wende es so, dass die Stoffe wieder rechts auf rechts liegen und stecke mir die Seitennähte aufeinander. Ich beginne da immer hier an der Achsel. Eine Nahtzugabe lege ich nach links, eine nach rechts, dann ist der Knubbel nicht so dick da und die Overlock kann da besser drüber nähen oder eben auch gegebenenfalls die normale Nähmaschine, je nachdem, womit ihr das näht. Der Mr. Raglan ist auch ganz leicht tarniert, damit es nicht so sackmäßig sitzt. So, eine Seite. Und die andere. Ja, ich bin da jetzt nicht so penibel hier mit den Streifen. Wäre natürlich schön, wenn sie aufeinandertreffen. Manchmal klappt es auch, aber manchmal eben auch nicht. So, jetzt habe ich das aufeinander gesteckt und nähe mir gleich an der Nähmaschine diese Teile aufeinander. Also das heißt, ich schließe die Seitennähte, diese hier, in einem Zug. Dazu lege ich mir das quasi als gerade Linie unter die Maschine. Dann seht ihr hier, ergibt das eine gerade Linie, da kann man das wunderbar in einem Rutsch durchnähen. Und wenn ich das erledigt habe, zeige ich euch, wie wir das Halsbündchen einnähen. Ja, so sieht das Shirt dann jetzt schon zusammengenäht und gewendet aus. Als nächstes kommt, wie gesagt, das Bündchen für den Halsausschnitt. Dazu gibt es eine Faustregel. Man messe den Halsausschnitt aus und nehme den Wert mal 0,7, wenn man Bündchen benutzt, und mal 0,8, wenn man Jersey benutzen will, weil der nicht ganz so dehnbar ist. Das kann man so machen, je nachdem, wie man es halt gewöhnt ist oder wie man es möchte. Wenn man das so macht, empfehle ich, ein Lineal bereitzulegen, den Ausschnitt zusammenzufassen. Das ist dann, und dann nicht, man muss natürlich aufpassen, dass man dabei den Jersey nicht zu sehr dehnt, damit man auch den echten Wert bekommt. So, das sind jetzt hier 25,5 mal 2 natürlich, sind nach Adam Riese oder wer auch immer 51. Das rechne ich mir mal eben aus. 51 mal 0,7, so gut bin ich dann doch nicht im Kopf rechnen, sind 35,7, also ungefähr 36. So, das muss man natürlich auch immer noch ein bisschen an das Bündchen anpassen. Wenn man jetzt sehr labbriges Bündchen hat, muss man es vielleicht ein bisschen schmaler zuschneiden. Und wenn man sehr, sehr festes, kaum dehnbares Bündchen hat, gibt es ja auch manchmal dann ein bisschen großzügiger. So, ich habe jetzt meinen Streifen. Der ist übrigens 4 cm breiter, ist die Nahtzugabe schon inklusive. Mr. Raglan ist konzipiert für eben 4 bis ca. 4,5 cm breites Halsbündchen im Zuschnitt. Das ist dann fertig natürlich ein bisschen schmaler. So, jetzt muss ich als nächstes diesen Bündchenstreifen rechts auf rechts legen und diese schmale Seite erstmal zusammennähen. Das mache ich jetzt eben und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So sieht der Bündchenring jetzt aus. Hier ist es zusammengenäht, da lege ich die Naht, klappe ich links auf links und den restlichen Bündchenstreifen auch. Dann habe ich den so auf die Hälfte. Ne? Mit der offenen Kante kommt er jetzt auf den Halsausschnitt. Dazu drehe ich mir das Shirt um und beginne an einer der hinteren Raglannähte, sodass die Naht des Bündchens auf der Raglannaht liegt.
Und dann stecke ich das ringsrum leicht gedehnt fest. Dabei achte ich natürlich darauf, dass ich nur das Bündchen hier dehne beim Feststecken und nicht den Jersey vom Shirt mit. Und darauf muss ich jetzt beim Nähen auch gleich achten. So sieht das jetzt aus. Und das zeige ich euch dann tatsächlich auch mal an der Nähmaschine, wie ich das annähe. Bis gleich. Ich beginne dann auch wieder an der Bündchennaht, die ich hinten auf die Raglannaht gesteckt habe. Prinzipiell ist es aber egal, an welcher Stelle du beginnst, weil der Bündchenring ja schon geschlossen ist und man das Innere von der, also man sieht ja das Innere vom Shirt nachher sowieso nicht. Aber ich fange trotzdem immer da hinten an und höre dann natürlich da auch wieder auf. Jetzt sieht man hier schon, dass das Bündchen gedehnt ist. Das heißt, es ist weniger Bündchen da als Stoff. Das heißt, ich muss jetzt das Bündchen dehnen, bevor ich es annähe. Ne? Dazu dienen mir auch als Orientierung eben die Nadeln oder die, in meinem Fall waren es ja Klammern, damit ich ungefähr weiß, wie viel ich dehnen muss. Das ist auch eine Übungssache. Wenn man immer gleiches Bündchen hat, zum Beispiel, lernt man das natürlich schneller, als wenn die Bündchen immer unterschiedliche Qualität haben in der Dehnbarkeit. Ich mache es immer so, dass bei mir das Shirt, also der Jersey unten liegt und das Bündchen oben, weil ich es dann leichter finde, den Bündchenstreifen zu dehnen. Man kann das natürlich auch umdrehen, dass der Bündchenstreifen unten liegt, dann müsste man da drunter halt dehnen, ja? Also es kann auch sein, dass es jemanden gibt, dem das so besser liegt. Aber mir liegt es so besser und ich mache es auch immer so. Ich dehne jetzt also hier den Bündchenstreifen und beginne dann zu nähen. Dabei immer schön darauf achten, dass alle drei Stofflagen, also die zwei Lagen hier vom Bündchenring und die Lage vom Shirt, also vom Halsausschnitt, aufeinander liegen. Wie viel ich dehnen muss, hängt eben davon ab, wie viel so, also da kann ich mich eben an dem Gesteckten orientieren. Oh Mann, heute habe ich wieder Wortfindungsstörung. So. Das ist alles keine Hexerei. Auch hier macht Übung und Erfahrung den Meister, wie bei allem anderen, wie bei allem anderen, wie bei allem anderen im Leben auch. So, viele M's in einem Satz. So, jetzt verknote ich eben die Fäden noch. Na, das ist der Vorführeffekt, dann will es immer irgendwie nicht so recht. Okay. Abschneiden. Und das war's. So sieht das jetzt aus. Wer mag, kann sich das jetzt natürlich noch absteppen. Nahtzugabe in das Shirt klappen und knappkantig absteppen oder mit der Cover einmal drüber gehen. Wer eine hat, kann man natürlich auch schöne farbliche Akzente setzen und das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Ja, so sieht das bis jetzt aus. Sieht doch schon gut aus, oder? Halsbündchen ist, wie gesagt, drin. Jetzt zum Schluss muss das Shirt noch gesäumt werden, sowohl an den Ärmeln als auch unten am Saum.
Ich säume das jetzt einfach, das heißt, ich klappe das jetzt um die Saumzugabe, die ich gegeben habe. Das sind bei mir meistens 2,5 cm, das kann bei euch unterschiedlich sein. Wie viel auch immer es war, um so viel wird es jetzt nach innen geklappt, festgesteckt und dann halt mit eurer Methode gesäumt. Ich habe dafür eine Covermaschine, das geht recht fix. Man kann das auch mit einer Zwillingsnadel gut machen. Oder mit jedem anderen dehnbaren Stich der Nähmaschine. Früher habe ich immer noch die Kante mit der Overlock versäubert, das ist aber nicht notwendig. Sieht aber unter Umständen, wenn man keine Cover hat, hübscher aus. Von daher wäre das gegebenenfalls noch ein Schritt, den ihr vorweg dann jetzt noch tun müsstet, könntet. Sicherlich ist es auch denkbar, dass man am Saum und auch an den Ärmeln oder nur an einem der beiden noch ein Bündchen annäht. Das ist ganz eurem Geschmack oder vielmehr dem Geschmack eurer Männer, Söhne, Väter, wie auch immer, wer auch immer sich von euch benehmen lässt, überlassen. Ich säume dieses Shirt jetzt, wie gesagt, einfach. Sowohl an den Ärmeln als auch am Saum. Das gleiche, was ich jetzt am Saum gemacht habe, mache ich an den Ärmeln auch. Der Saum wird nach innen eingeschlagen, rundherum. Und da ich immer denke, dass ihr selber wisst, wie man das näht, bin ich immer versucht, euch das nicht zu zeigen, einfach weil das natürlich auch die Länge des Videos kürzer hält. Aber da wir jetzt sowieso gleich am Ende sind und ihr im Prinzip alles Wichtige gesehen habt, kann ich ja einmal für die, die vielleicht mit einer Cover neu arbeiten oder überlegen, sich eine zu kaufen, mal zeigen, wie ich das jetzt mache. Wen das nicht interessiert, der kann ja vorspulen. So, wie ihr seht, ist so ein Raglan-Shirt rucki-zucki genäht und durch die Ärmelform, finde ich, kann man das auch ganz toll, auch wenn es eben schlicht sein soll, kombinieren und das sieht dann angezogen schon richtig nach was aus. So, also wie gesagt, die Säume zeige ich euch dann gleich nochmal an der Maschine. Zum Säumen lege ich dann jetzt mein Shirt mit einer Seitennaht unter die Cover oder eben auch Nähmaschine. Hier kann ich dann auch den Saum durchfühlen, sodass ich ungefähr weiß, wo ich dann nähen muss. Auch das ist ein bisschen Übungssache, aber kann man ja am Anfang langsam machen, dann wird es auch schön gerade. Und wenn man das sorgfältig gesteckt hat, dann braucht man ja auch nur geradeaus zu nähen. So, jetzt muss ich noch den Nähfuß finden. Oh, hat sich verdreht. Oder nee, ist sogar der falsche. Steht ja noch eine Maschine daneben. So, jetzt habe ich, glaube ich, den richtigen. Und los geht's. Die Cover hat nämlich den Vorteil, dass sie auf der Rückseite gleich die offene Kante sozusagen mit versäubert, sodass das nachher nicht mehr aufgehen kann und auch schön aussieht. Und sauber vor allem. Fäden raus, dann vernähe ich das Ganze gleich noch, die Fäden natürlich und dann ist es auch schon fertig. Ja, das sind die berühmten Covernähte, die ihr manchmal auch als Ziernähte auf den Shirts seht. Dazu, wenn ich das haben will, muss ich natürlich das Nähgut einfach umdrehen. Das heißt, ich hätte dann auf der Innenseite so rum nähen müssen, dann wären jetzt hier die 3-Graden-Linien gewesen und außen wäre diese schöne Covernaht zu sehen gewesen. Ne? Das kann man variieren, je nachdem, wie man das denn haben möchte. Okay, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ja, und da ist das Mr. Raglan Shirt auch schon fertig. Das ging jetzt wirklich fix, gell?
Gut, ist ja jetzt auch weiter keine Verzierung dran. Die meisten Männer mögen es ja doch eher schlicht. Bei uns darf das dann auch immer nicht so viel sein. Von daher ist das dann mal tatsächlich ein schnelleres Projekt. Muss ja zwischendurch auch mal sein, oder? Ja, da viele von euch sich das so sehr gewünscht haben, wird es auch in Zukunft noch mehr Schnitte für Männer bei Mia Luna geben. Natürlich auch weiterhin Schnitte für Damen, Mädchen und Jungs, aber eben auch noch ein paar mehr für Männer. Die sind in Arbeit, ihr dürft euch also freuen, was da alles noch kommt für den kommenden Herbst, Winter und natürlich auch das nächste Frühjahr. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzugucken und bei meinen Versprechern zuzuhören. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!